kein Tag, an dem in der Welt nichts Meldenswertes passiert. Von der Regierungskrise bis hin zur Naturkatastrophe, vom Kulturereignis bis zum spektakulären Fußballsieg. Der Stoff, aus dem die Nachrichten sind. Der Stoff, aus dem eine Zeitung entsteht. Die Süddeutsche Zeitung. Sie gehört zu den drei großen überregionalen, meinungsbildenden Tageszeitungen in Deutschland. Im Herzen von München, in der Sendlinger Straße, wird sie geschrieben und redigiert. Die Süddeutsche Zeitung verfügt über ein eigenes Korrespondentennetz im In- und Ausland. Dazu kommen die Berichte und Meldungen der Presseagenturen, ferner Pressedienste und Verlautbarungen von Parteien, Wirtschaftsverbänden, Regierungsstellen und. Das Erste, was morgens der Nachrichtenredakteur zu sehen bekommt, sind überquellende Einlaufkörbe. Durch diese tägliche Flut von Informationen, richtigen und falschen, interessanten und überflüssigen, wühlen sich die Redakteure erst einmal durch und sortieren dann aus, was ihnen wichtig erscheint, gedruckt zu werden. Anzeigen sind ein fester und lebenswichtiger Bestandteil jeder Zeitung. Aus dem Gesamtumfang lässt sich die Bedeutung eines Blattes ablesen. Die Süddeutsche Zeitung hat das umfangreichste redaktionelle Textangebot und den größten Anzeigenteil aller deutschen Tageszeitungen. Zeitungsherstellung und Vertrieb sind teuer. Mit dem Bezugspreis beteiligt sich der Leser etwa zu einem Drittel an den Kosten. Der Rest muss aus den Anzeigen finanziert werden. Kleinanzeigen werden von den Damen der telefonischen Anzeigenaufnahme oder in der Schalterhalle Sendlinger Straße direkt in das Anzeigensystem eingegeben und über die im Computer gespeicherten Gestaltungsarten in die typografische Form gebracht. Ich hätte gerne eine Anzeige aufgegeben. Für welche Rubrik bitte? Wohnungsgesuch. Ja, Mittwoch oder freitags? Für den Freitag. Haben Sie schon etwas vorbereitet? Nein, noch gar nichts. Darf ich Sie bitten, dieses Manuskript ausfüllen, ja. Name und Adresse und den Text bitte? Oh, jawohl, danke. Um 10.30 Uhr beginnt die tägliche Redaktionskonferenz. Zuerst wird die SZ vom Tage selbstkritisch begutachtet, dann informieren die einzelnen Ressorts darüber, was sie für die nächste Ausgabe planen. Die Beiträge für die Meinungsseite, Leitartikel, Kommentare usw. sowie das Streiflicht werden in der Konferenz ebenfalls durchgesprochen. Im Streiflicht dieser unverwechselbaren Glosse auf Seite 1 wird die große Welt auf ihr menschliches Maß zurechtgestutzt. Mit Nachdenklichkeit oder mit Witz oder mit beidem. Die großen politischen Reportagen, Hintergrundberichte und Interviews stehen auf Seite 3. Es sind nur 56, aber wir brauchen ein bisschen mehr Platz, weil heute die Bundestagsdebatte ist. Kann man das jetzt berücksichtigen? Nach der Redaktionskonferenz wird zwischen dem Chef vom Dienst und dem Leiter der Anzeigenverwaltung die Struktur der SZ von morgen festgelegt. Umfang, Drucklagen, Aufteilung zwischen redaktionellen Text und Anzeigen, Aufteilung von Textseiten für die einzelnen Ressorts, Bestimmung von Seiten mit Farbeindruck. Exklusivplatz. Eine Zeitung wird unglaubwürdig, wenn sie unzuverlässig berichtet. Zum Nachprüfen als Materialquelle, zum Herausfinden der Zusammenhänge, dazu braucht man Zeitungsarchive. Das Textarchiv der Süddeutschen Zeitung ist eines der größten in Europa. Das Bildarchiv des Süddeutschen Verlages gehört ebenfalls zur europäischen Spitzengruppe der besten Pressebildarchive. Es verfügt über einen Bestand von ca. 4 Millionen Bildern und Illustrationen. Eine Linotype-Setzmaschine. Sie erinnert uns an die zurückliegende Bleiepoche. Die Druckplatte der letzten Titelseite im Bleisatz.
Der Leiter des Nachrichtenressorts bekommt nach der Redaktionskonferenz die Platzvorgaben telefonisch übermittelt. Kurz vor 12 Uhr findet in der Nachrichtenredaktion eine kleine, aber wichtige Konferenz statt. Hier wird das Programm ressortintern besprochen, Platzierungen festgelegt und der mögliche Aufmacher für die Ausgabe von morgen diskutiert. Die Texte werden vom Redakteur am Bildschirm redigiert und dann vom Layouter wiederum am Bildschirm umbrochen. So entsteht ein Ganzseitenumbruch. In einem computergesteuerten System wird der Satz für die redaktionellen Texte und auch Anzeigen gestaltet. Vom Korrektor ebenfalls am Bildschirm gelesenen und korrigierten Texte und Artikel sind danach fertig für die zweite Station, das Belichten. Es wird von einem Laserbelichter durchgeführt, der die fertigen, mit Überschriften und Zwischentitel versehenen Artikel als Papierabzüge ausgibt. Diese nach einem Layout der geplanten Zeitungsseite auf Montagebögen zu kleben, ist die Aufgabe des Montierers. So entstehen aus den belichteten Text- und Anzeigenspalten fertige Zeitungsseiten. Hier wird gerade eine Anzeigenvorlage retuschiert. Bei Fotografien müssen die Bilder druckfähig gerastert werden. Das heißt, alle Halbtonbilder werden fotografisch oder elektronisch in unterschiedlich große Punkte zerlegt. Ein Scanner tastet die fertigen Zeitungsseiten ab und überträgt sie mittels Datenleitungen als Stromimpulse zur Druckerei nach Steinhausen. Dort zeichnet der Rekorder sie als Ganzseiten-Negativfilm auf. Dieser Film dient zur Belichtung der Druckplatte. Das Druckzentrum in München-Steinhausen, ein Glaspalast der schwarzen Kunst. Mehrfach national und international ausgezeichnet. Eine der größten Offset-Zeitungsdruckereien Europas. Kernstück der Technik ist die 72 Meter lange Offset-Rotationsmaschine. Sie kann stündlich ca. 100.000 Exemplare der Süddeutschen Zeitung drucken. Die Druckplatten für das Offset-Verfahren bestehen aus fotoempfindlich beschichtetem Aluminiumblech. Die Platten werden in der Fertigungsstraße mit dem ganzseitigen Negativfilm in Kontakt gebracht und mit UV-Licht belichtet. Zum Schluss wird die Platte abgekantet und ist damit fertig für das Einspannen in die Rotationsmaschine. Die Platten werden in das Transportsystem einsortiert
und computergesteuert über Schienen an die Rotation geschickt. Die Offset-Druckplatte wird eingehängt. Ob Sie es glauben oder nicht, diese Papierrolle wird in wenigen Minuten zu Ihrer SZ von morgen. Zeitungsdruckereien gehören zu den Papiergroßverbrauchern. Zur Herstellung der Süddeutschen Zeitung werden jährlich etwa 64.000 Tonnen Papier verdruckt. Über 70% dieser Menge besteht aus Recyclingpapier. Uhr, Start. Die Maschine läuft an. Stand- und Farbkorrekturen werden vorgenommen. Die Steuerung dieser Anlage erfolgt über Leitstände, die dem Drucker ein genaues Bild von der laufenden Produktion vermitteln. Vordrucke und Beilagen werden von den Rollen abgewickelt und eingesteckt. Uhr. Die ersten Exemplare der SZ laufen über Transportketten in die Weiterverarbeitung. Die Zeitung wird dort gesammelt, gezählt, verpackt und nach Tourenplänen auf LKWs verladen. Für den SZ-Leser zu Hause und in der ganzen Welt. Unternehmensgruppe Süddeutscher Verlag. Das sind im Wesentlichen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und grafische Betriebe mit großen Kapazitäten, beschäftigt heute über 5000 Mitarbeiter. Die Entwicklung von einem Zeitungsverlag zu einem komplexen Medienunternehmen war wichtige Voraussetzung, um den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.